Inwieweit ist da vieles von dir selbst drin, was du erfahren hast, erlebt hast? Also mir war es ganz wichtig, dass es ein fiktiver Film wird, aber es sind Sätze und Handlungen mit drin, die mir selber widerfahren sind. Und wie ist das Projekt entstanden? Magst du was dazu sagen? Ich war 2019 im Schreiburlaub mit einem befreundeten Regisseur und ich habe angefangen zu schreiben und dann hat das ein anderer Freund von mir gelesen und er guckt mich dann an, dir ist schon klar, was du da geschrieben hast. Und sagte, nee. Und dann habe ich es nochmal gelesen und dann ist mir klar geworden, dass ich halt einen Film geschrieben habe, der mit Gewalt gegen Frauen zu tun hat und dann habe ich daraufhin komplett nochmal alles aufgerollt und geguckt, wie ich die Ebenen für mich selber erarbeiten kann. Genau. Du hast bei dem Film sehr viel selbst gemacht. Du warst nicht nur vor der Kamera, sondern du hast sehr viel selbst gemacht. Magst du kurz erzählen, was du in den Key-Positionen da besetzt hast? Ja, ich bin die ausführende Produzentin. Ich habe das Buch geschrieben, ich habe Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Wow. Und, sag mal, und ich habe im Abspann gelesen, Start Next Kampagne. Das heißt, ihr habt mit Crowdfunding angefangen? Oder wie ist das? Ja, ich habe 2019 mit Crowdfunding angefangen. Und ich weiß nicht, wenn jemand von euch Crowdfunding kennt. Ich habe 3 Monate meines Lebens in die erste Kampagne gesteckt. Also das ist wirklich ein Fulltime-Job. Crowdfunding ist ein Begriff, oder? Also da geben Leute Geld für, ja. Das Begriff, okay, gut. Für Projekte und du hast quasi ein Exposé da reingestellt? Oder was ist das? Nee, ich habe da nur ein Vorstellungsvideo reingestellt mit meiner Idee und dann halt so, für was wir das Geld brauchen und schon so ein bisschen die Synopse war es nicht drin, ne? Ich glaube, nur die Logline war nur drin. Also schon so, dass man weiß, um was es geht in dem Film. Also das Thema hat quasi auch dann gezogen, genau, und genau, war genau wichtig. Und konntest du mit deinem ersten Schritt finanzieren? Ja, genau. Also ich habe dann auch parallel schon mit Terte Farmen gesprochen und auch mit So-Optimisten. So-Optimisten haben mich auch unterstützt und Terte Farmen, also Christa Stoll, die war von Anfang an mit dabei, aber die sind jetzt erst mit dem an Bord, weil nächste Woche auf den Frauenwelten in Berlin wird der Film dann auch immer gezeigt. Das war mir ganz wichtig. Ja, also so mentaler Support, beziehungsweise auch zum Schluss hat man ja gesehen, die Hilfetelefonnummer, das ist alles mit denen abgesprochen, dass das so erscheinen kann. Wow, was für ein Projekt. Ich bin auch erschlagen. Ich weiß. Wollen wir dein Thema mit einbeziehen? Unbedingt. Das ist meine liebe Linda, die hat das Szenenbild gemacht. Der Lutz, der hat den Nico gespielt. Und das ist der Aaron, der hat den Marius und das ist ja, erstmal klatschen bitte. Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen, weil alle wissen, oder wir haben es dabei belassen, ihn Marius zu lassen, aber wenn man den Film später nochmal anguckt, dann, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Augen auf, das war jetzt nicht so von wegen, weil der Film hat so viele Hinweise drin, die man beim ersten Mal wirklich nicht mitbekommt. Es gibt einige, die haben den schon 2. Mal gesehen und sind dann rausgegangen so, jetzt verstehe ich vieles. Und Marius heißt eigentlich Carsten Breuer. Und das kommt ganz zum Schluss auch, wird es dann auch beschrieben. Das ist euer bestes Marius. Wow. Wie hat euch Simone gecatcht? Wie seid ihr in dieses Projekt gekommen? Wer auch immer antworten mag. Weil ich meine, sie hat diese ganzen Key-Positionen besetzt. Das ist dann gar nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, gell? Auch für euch als Team bei so einem Thema dabei zu sein. Simone und ich haben uns irgendwie nach längerem wieder getroffen, virtuell. Und haben gezoomt, weil sie mich für ein anderes Kurzfilmprojekt vorgeschlagen hatte, wo wir dann auch virtuelle Proben hatten. Und dann rief sie mich, glaube ich, ein paar Tage später an und meinte nur, irgendwann kam mir die Idee, warum schlage ich dich denn überhaupt für was anderes vor? Ich
fände es, glaube ich, auch ganz interessant, dass du in meinem Projekt mitmachst. Aber damit gebe ich gerne weiter. Ich habe den ganzen Casting-Prozess so passiv miterlebt und habe aber so nach und nach gemerkt, wie scheiße wichtig dieses Thema ist. Und dass wichtig ist, das zu erzählen. Wir hatten ja schlimmerweise beide Vergewaltigungsszenen. Und das ist so, das war so, oh, ich kriege da kein Wort für. Aber es ist so, es schmerzt so sehr, sich vorzustellen, dass es halt permanent passiert. So. Aber umso wichtiger ist, dass deine Stimme jetzt laut ist. Und die heißt Simone. Und ich bin total dankbar und froh, dass das passiert. Ja. Wir würden dem Publikum auch gerne die Chance geben, vielleicht was anzumerken oder zu fragen. Wie lange seid ihr noch da, Simone? Wir sind bis Montag, also wir sind bis Montag da, der Rest kommt am Samstag wieder und du bist bis Sonntag da, genau. Sonntag, ja. Also ihr seid noch ein bisschen hier, das heißt, vielleicht ist es jetzt auch nicht der Moment, tatsächlich sofort genau. zu antworten. Das hat dann schon auch ein bisschen. Genau. Ich bin nur morgen vielleicht sogar. Da. Ja. Du bist morgen nicht da? Wir haben morgen Premiere in Spanien. Ah, okay. Ja. Morgen ist Freitag. Genau. Ah, okay. Ja. Aber ihr kommst denn am Wochenende? Ich komme am Samstag direkt zurück. Okay, das heißt, dann wärst du wieder da und ansprechbar, falls es noch was gibt. Kann ich mir gut vorstellen bei so einem Thema. Das kommt später dann. Aber morgen seid ihr in Spanien. Und ich bin allein in Spanien, genau. Und stellst den Film genau dort vor. Wow. Weißt du nicht, warum Mujer Madrid zur so Zusammenarbeit mit German Films, ja. Klasse. Simone Bartmann war auch da. Ja, und dein Film. Triffst du heute Abend vielleicht auch den Film noch. Genau. In der Kulturbrauerei, 19 Uhr. Welcher Tag? Am 31. am Dienstag. Das ist ein Filmfestival, ne? Terre des Femmes von Terre des Femmes, habt ihr gerade gesagt, genau. Das läuft ein paar Tage, das Festival? Genau, das hat am 25. auch Beginn gehabt und läuft bis zum 1.11. hier. Genau. Also auf nach Berlin. Und habt ihr eine Website zu dem Projekt, oder? Im Moment ja, es liegen so Flyer aus, da ist ein QR-Code und dann. Okay, das ist cool, ja. QR-Code, natürlich. Nein.